Der Leitermann wird 150 Jahre. Dieses Jubiläum ist auch in Deutschland für eine Baumarktkette etwas Besonderes und natürlich für ein Unternehmen aus der ehemaligen DDR, welches im damaligen Bezirk Leipzig zum zweitgrößten Privatbetrieb avancierte. 1869 gründete Gottlieb Plüttner aus Weißenborn kommend in Göpfersdorf eine Holzfabrikation. Dass dieses Unternehmen einst auch die DDR-Volkswirtschaft überstehen wird, lag vor allem an Günther Lichtenstein, dem Ururenkel des Firmengründers. In Göpfersdorf gab es den wohl einzigen Baumarkt der DDR. Inzwischen leitet Stefan Lichtenstein in siebter Generation das Unternehmen. Ja, das ist natürlich ein Glücksumstand, ne, der nicht so häufig vorkommt. Und man trägt schon ein ganzes Stück mehr Verantwortung oder man fühlt sich mehr verantwortlich. Man betrachtet das auch alles etwas langfristiger vielleicht, als man das in einer anderen Situation sich so vorstellen mag. Es ist ja heute alles viel, viel schnelllebiger, als das früher war. Ne? Viele Unternehmen sind nur für eine kurze Zeit bestimmt und agieren auch bloß für eine kurze Zeit, werden dann verkauft oder wieder aufgelöst. Und das ist natürlich bei so einer langfristigen, bei so einer Familientradition dann auch ein bisschen was anderes. Mit der gesamten Belegschaft der sieben Baumärkte in Sachsen und Thüringen und dem Online-Versand Handwerkerversand feierte man Anfang Januar in einem Varieté. Dabei setzt das Unternehmen auf den Nachwuchs. In einer eigenen Show präsentierten 20 Auszubildende des Unternehmens die Geschichte der Firma. Filmisch ging es dabei auf die Suche nach dem Erfolg des Unternehmens. Ist da jemand? Das muss doch der Dieser lag anfänglich vor allem in Leitern begründet, was schon der Unternehmensname deutlich macht. Wir produzieren ja selbst keine Leitern mehr, das schon seit vielen Jahren nicht mehr. Und insofern ist das Know-how, was Leitern betrifft, natürlich überschaubar. Wir handeln sie noch als kleines Randsortiment, vielleicht auch ein Stück weit aus Nostalgie, weil wir eben der Leitermann sind. Wir haben auch immer noch Holzleitern. Das ist ja das, was wir ursprünglich mal produziert haben. Aber das Know-how für Leitern ist insofern überschaubar. Ist man es gewohnt, dass Filialisten lediglich eine Filiale in der Region haben, so hat mit dem Leitermann ein Filialunternehmen seinen Sitz im Altenburger Land. Bleibt zu hoffen, dass dies auch die nächsten 150 Jahre so bleiben wird.